Guten Morgen aus München. Von der Fried 2018, sie ist losgegangen. Um 10 Uhr sind wir hier mit einem Guten Morgen Song, den kennen ja viele, von der Messegesellschaft begrüßt worden. Das ist hier ein Ritual. Ja, ich versuche das morgen mal einzufangen zum Start um 10, wie die Aussteller hier begrüßt werden. Das ist recht lustig. Man fängt automatisch an, ein bisschen zu swingen und zu grooven. Auf der Fried in München hat man sich für einen gelben Teppich entschieden. Also ich finde das ganz nett, einmal Auflockerung. Und jetzt zeige ich euch mal unseren Stand. Wir haben hier als Untermieter die Firma MaxView. Zumindest auch MaxView Produkte am Stand. Ja, dort kaufen wir auch fleißig ein. Da schauen wir aber dann später mal hin, was MaxView Neues hat, wenn der Kollege mal Zeit hat. Wir haben uns hier ein bisschen beraten lassen. Wir sehen hier die gängigsten Schüsselvarianten. Wir sehen auch die V-Cube, die ich ganz gerne verkaufe, wenn man jetzt nicht digital fernsieht. Wir haben hier einen schönen Alphatronics-Fernseher, den kennt ihr schon aus der Sendung. Und ich möchte jetzt hier nicht weiter stören, deswegen gehen wir jetzt einfach mal einen kleinen Rundgang machen. Hier ist die MaxView V-Cube. Ganz ein tolles Ding, über eine Außendose direkt mit dem Fahrzeug verbinden, ist flexibel, ist alarmgesichert, hat rutschfeste Füße dran. Und dann können Sie das einfach irgendwie dem Nachbarn aufs Dach stellen, wie auch immer. Also man sieht es, das ist hervorragend verarbeitet, kostet knapp 900 Euro. Und ganz federleicht, Sie sehen es, ich hebe es hier mit einer Hand hoch. Und dann kann ich das Ding irgendwo rund ums Fahrzeug positionieren. Hilft natürlich, wenn man unter dem Baum steht. Ist man flexibel, hält auch stark in Stürmen stand. Hier haben wir unsere tolle Zubehörwand, die habe ich euch letztes Jahr schon gezeigt. Das macht bei uns der Camper Herbert. Mit ein paar Beispielen. Das ist ja sehr, sehr vielfältig, was es alles gibt. Da steht die V-Cube nochmal drin. Das sind unsere Marken. Das Banner kennt ihr schon. Da haben wir einen schönen Avanti XL, wo man ein bisschen was herzeigen kann, reinschauen kann. Der ist ganz toll. Der hat 6 Meter und hat diese ganz große Schublade im Heck. Wie gesagt, auf die Fahrzeuge gehe ich dann im Detail noch näher ein, sobald Zeit ist. Und jetzt gehen wir mal rüber. Hier stehen unsere Wohnwagen. Da ist der Camper Markus zuständig, der Markus Birkmann, der uns ganz tatkräftig in Sulzimus unterstützt. Und wir haben ein Adria Adora 573 PT dabei. Im Einzelnen werden wir die Fahrzeuge dann natürlich noch durchgehen. Übrigens, wer sich wundert, ich probiere es halt mal in 4K. Es ist hier sehr guter Empfang. Das heißt, über das LTE 4-Netz kann man hier wunderbar mit 4K arbeiten. Ich bin gespannt, ob dann die Qualität bei YouTube auch so gut rüberkommt. Wir haben ein Altea 542 PK da. Wir haben einen Aviva aus der, sage ich mal, BMW 1er Baureihe 400 PS, den kennt ihr einzeln vorgestellt. Wir haben den Adria Action dabei, und zwar ein schönes neues in Düsseldorf vorgestelltes Modell. Und der hat auch diesen tollen Grill drin. Den habe ich euch in Sulzimus am Platz schon gezeigt. Von dem her auch hier vielleicht nachher nochmal ein kurzer Blick rein. Wer ein Video dazu sucht, geht auf den Kanal und da findet ihr genug. Hier gehen wir jetzt Richtung Kastenwagen und hier haben wir San Living. Da ist hier der Camper Sepp am Werke und hier steht der legendäre Westfalia mit dem Hochdach der 540er, mit dem der Camper Markus und der Camper Tobi die nette Rundfahrt gemacht haben. Jetzt sind wir in der Lastrada-Abteilung. Hier haben wir unseren VW T6, die Steiner Edition, die wir gemacht haben. Haben wir uns bauen lassen, ein paar Stück gibt es mit 102 PS und 150 PS. Sehr schöne Camper, da gehen wir auch nochmal detailliert rein. Gibt es eine Sondersendung. Schauen wir uns noch näher an. Für heute Nachmittag steht am Programm ein 738 QB von Forster. Und da laufen wir jetzt noch kurz rum. Aber ihr seht, wir haben überall Werbung gemacht. Wie gesagt, fast jedes Fahrzeug ist bei uns auch in der Mietflotte verfügbar. Da habe ich jetzt mein Bürochen oder mein Fernseher drin, von dem ich leider die Fernbedienung vergessen habe. Da, normal mache ich hier auf. Also da kann man hier noch ein bisschen rumschauen. Wir haben dann da drüben, ihr habt das im Preview vielleicht schon gesehen, unseren Eurer Mobilstand mit den Marken Forster und Karmann. Hier drüben die Kastenwagen von Karmann und links unser Flaggschiff, den 890 QB. Da werden wir uns mal eine Stimmung einfangen, wenn der liebe Kollege, der Camper Bernd ist es, kein Kundengespräch hat, dann schnappen wir uns den nochmal 3, 4, 5 Minuten. Hier ist immer ordentlich was los, da winkt er kurz in die Kamera, super, hallo Camper Bernd. So, da haben wir unseren Black Shadow Terrestra T650 EB auf 7 Meter Länge. Wir filmen niemanden ins Gesicht, nur die Autos sind interessant. Alles gut. Also wir laufen hier mal durch. Ihr kennt mich, ich mache meistens die Produkte und vermeide, dass man irgendwelche Menschen hier mit der Kamera belästigt. Das machen wir in der Regel nicht. Da haben wir eine ganz nette Dame. Das ist die Helga von Jan und Partner, unserem Versicherungspartner.
Der ist seit langen Jahren bei uns. Und du bist nicht kamerascheu? Nein. Gut, Moment, weil ich frage immer vorher, bevor ich Menschen gezielt anspringe. Also Jan und Partner, seid ihr gut beraten. Jan U. U. Partner. Die Adresse ist ein bisschen gewinnungsbedürftig, weil man gerne das und schreibt, aber hier janupartner.de. Bei uns fahren, glaube ich, von 100 Kunden 99 mit eurer Versicherung. Schön. Glaube ich. Muss man auch mal sagen. Haben wir immer gerne am Stand. Das sind ganz freundliche Damen. Und ihr seht, hat auch einen schönen Platz bekommen. Danke. Gute Zeit. So ein erster Eindruck mal kurz für unsere Zuschauer vermitteln. Da steht der 570 HS. Dann sind wir am Eck vom Eurostand. Hier haben wir die Teilintegrierten da mit Hubbett und ohne Hubbett. Hier geht es jetzt mal weiter. Da wird schon fleißig geratscht und gebrütet und gemacht. Da drin gibt es einen Kaffee und Getränke. Ihr seht also, in den zwei Tagen hat sich ordentlich was getan. Hier haben wir noch Platz gefunden für unseren 699 HB. Das ist der schöne Forster. Und da haben wir jetzt Firma Fritz Berger. Hab schon lustiges Feedback bekommen, weil ich gestern gesagt habe, da steht der Fritz Berger. Nein, das ist der Niederlassungsleiter von Garderbergkirchen. Also es ist nicht der Herr Fritz Berger, um Eventualitäten hervorzugehen. Da haben wir Fritz Berger. Diese Box habe ich euch in Düsseldorf auf der Messe gezeigt. Ein freundlicher Kollege dort. Wir filmen keine Leute, nur Produkte. Also nur Überflug. Ich sage es immer wieder dazu, dass ihr ja keinen Nerv. Neuer 18er Katalog. Vielen Dank, ich nehme einen mit. Ich habe nämlich noch keinen. Also Fritz Berger gucken online unter www.fritz-berger.de. Haben wir das auch schon wieder absolviert. Klasse, Herr Berger. Da haben wir den Herrn Forster, das ist der Camper Sadat. Und der kommt dann sicher auch nochmal ins Bild. Der soll mir nämlich den 738 Kubi zeigen, wo wir dann heute Nachmittag mal ein bisschen ein Special machen. Den haben wir hier stehen. Hier nochmal das schöne 18er Forster-Heck. Das hat man ein bisschen aufgepeppt. Und hier im 738 Kubi sind natürlich jetzt Herrschaften drin. Der hat den Mittelwaschtisch. Das heißt, die haben hier die Zweiraumlösung auf knapp 7,40 Meter und können dann auch das Schlafzimmer vom Esszimmer abtrennen. Schönes Auto. Premiere war am Caravansalon 2018. Wir haben hier auch ein Hubbett drin, dass Sie die volle Garagenhöhe nutzen können. Können Sie dieses Bettchen nach oben kurbeln und haben hier auch in einem Queensbettfahrzeug ausreichend Platz für Fahrräder und Ihr ganzes Equipment, was Sie halt so mitschleppen wollen. Wir haben jetzt auf den Auszeichnungen auch einstehen. Wir haben circa die fahrbereite Masse. Ja, circa deswegen, weil man es immer nur circa angeben kann auf der Messe, weil jeder eine andere Konfiguration möchte. Aber der, so wie er da steht, 3050 Kilo, ist natürlich als Saisonauto konzipiert. Von dem her dürften wir da kein Problem haben. So, erster Eindruck ist, ja, so ein Messetag ist immer der erste Tag nervös, weil noch Restarbeiten zu machen sind. In der Früh war als erster Tag, glaube ich, um 7:30. Und dann kamen alle anderen, über 20 Kollegen. Und ja, jetzt schauen wir mal, haben wir die Dinge, die da kommen. Und wir sehen uns, sobald Zeit ist, heute Nachmittag zum zweiten Mal live von der Messe Free 2018. Ich gehe zurück, hier haben wir unseren Infocounter, wo es Prospekte gibt. Also ihr findet uns in der Halle B3, auf der Homepage müssen wir das noch austauschen. Darum habe ich so angefangen. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, kommt weiter. Bis demnächst in Solzimos oder jetzt bis einschließlich Sonntag um 18 Uhr, jeden Tag 10 bis 18 Uhr auf der Messe Free in München. Ich wünsche euch was, habt eine gute Zeit und auch Wintercampen ist eine schöne Sache. Ciao, ciao.